Ja, die Corona-Impfung ist in aller Munde. Bald ist es soweit. Gleich die Frage Nummer 1. Würden Sie sich impfen lassen? Selbstverständlich würde ich mich impfen lassen, weil das ja gegenüber den Mitmenschen irgendwie auch verantwortungsvoll wäre. Aber durch die neue Impfung kann man sich ja eigentlich nicht von der Infektion schützen, nur vom schweren Verlauf. Das ist auch noch nicht sicher, nicht? Weil das ist ja bei jeder Impfung so, nicht? Bei der Grippeimpfung und bei anderen Impfungen ja auch genauso. Nicht? Und was meinen Sie, soll sich der Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierungsmannschaft auch impfen lassen, vielleicht sogar im Fernsehen? Na, wäre zumindest publikumswirksam. Aber unbedingt glaube ich nicht, nein. Sollten die nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Ja, eigentlich schon, ja. Aber wir das sehen, ob er es machen würde. Ja, vielleicht irgendwann einmal, aber nicht gleich. Warum nicht gleich? Ja, geht nicht so schnell. Ist noch nicht so sicher? Würde ich einmal meinen, ja. Wenn jetzt die Impfung kommt, was meinen Sie, sollte sich Sebastian Kurz, der Bundeskanzler und die Regierung auch impfen lassen und vielleicht sogar gleich im Fernsehen? Ja, das wäre eine gute Idee. Angenommen, Sie würden sich gerne so gleich impfen lassen, wie viel wären Sie, theoretisch natürlich, bereit für die Impfung zu zahlen, damit Sie sie als erstes bekommen? Ja, ich würde sagen ungefähr wie bei einer Grippeimpfung. Ne? 50, 100 Euro? Ja, vielleicht sogar weniger, ne? So bis 50, ne? Maximal. Wer sollte eigentlich zuerst geimpft werden? Es gibt ja auch einen Impfplan. Welche Gruppe meinen Sie ist eigentlich am wichtigsten? Ich würde sagen, das Pflegepersonal auf alle Fälle, weil die sind ja am stärksten betroffen von diesen Maßnahmen und die können auch die anderen nicht mehr so leicht anstecken dann, nicht? Weil man sieht ja, dass sich auch das Krankenpersonal angesteckt hat schon, nicht? Und das wäre sehr wichtig. Die Alten, ne? Sozusagen in den Altenheimen und so weiter, dort, wo es die größten Sterberaten gibt. Ne? Würden Sie sich impfen lassen? Ja, ich würde mich impfen lassen, weil ich weiß, wie der Impfstoff arbeitet und keine lebenden Viren da infiziert, also in die Injektion gegeben werden, sondern nur das Immunsystem. Und ja, ich würde mich impfen lassen. Und wer sollte denn als erstes geimpft werden? Welche Gruppe? Das ist klar, die Leute, also das Personal, das so viel leistet, Pflegepersonal, die nämlich unmittelbar mit den Patienten zu tun haben und dann natürlich die Ärzte auch und das Hilfspersonal auch im Spital oder in den Pflegeheimen.